Ronja, und heute gucken wir uns mal was anderes an. Und zwar, ich weiß auch nicht, ja, ich wollte mir das unbedingt angucken, weil YouTube mir das Video recommended hat. Ich habe keine Ahnung, wie der Titel ist. Mein Koreanisch ist nicht so gut, ja. Ich gucke zwar viele K-Dramas, aber das Grobe, was ich euch hier vorlesen kann, ist okay, das ist Among Us auf Koreanisch. Crazy. Das ist der Titel, okay? Jedenfalls, er baut eine Among Us-Figur aus AirPods. Crazy. Richtig wild. Es ist halt leider auch nur auf Koreanisch. Ich versuche euch das zu übersetzen. Also es sind englische Untertitel. Ich kann euch die englischen Untertitel übersetzen. Ich kann euch kein Koreanisch übersetzen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ich würde das ja gerne nachmachen, ja. Ich habe aber leider keine AirPods zu Hause und ich bin auch nicht so talented. Aber wenn ihr mögt, also wir gucken uns das jetzt an, wenn das in meiner Fähigkeit ist, ja. Wenn ich mir denke, ich kann das, dann bestelle ich mir irgendwelche. Ich kaufe mir keine echten, weil die echten sind mir zu teuer. Aber es gibt ja so die gleiche Form. Dann kaufe ich mir so Budget-AirPods und wir machen das nach. Alles klar? Haben wir das verstanden? Gut, let's go! Er hat hier so sein Cuttermesser. Das habe ich. Er macht die Packung auf. Ich glaube, da hat er es kaputt gemacht. Das habe ich schon gesehen, den Anfang. Da hat er die erste Packung kaputt gemacht. Und er muss jetzt nochmal machen. Aber okay, gut. Das kann passieren. Das wäre mir auch passiert. Ich finde es so scary. Okay, also das Aufsägen. Er sagt, er weiß, was er tut. Ich finde es scary. Aber er sagt, es ist absolut notwendig. Faszinierend. Okay, er baut das Ding hier auseinander. Er erklärt uns auch, wie das geht. Ich glaube, ich kann das nicht. Jungs, ich kann das nicht. It's so easy. Ja. Dann schließen wir den Meister wieder. Weil das Ding ist ja... Oh, nice, jetzt ausgeschnitten. Das Ding ist ja, du musst bedenken. Du willst die Technik instand halten, ja? Die sollen ja da drin laden. Das ist ja der Charger. Das heißt, du kannst nicht einfach nur die Packung dekorieren und dann geht der Charger nicht mehr auf oder so, ne? Okay, jetzt erklärt er ein bisschen, wie das Among Us-Spiel funktioniert. Ich glaube, das wissen die meisten von euch, die das... Also, ich habe das Gefühl, das ist sehr schwer, da dran vorbeizukommen. Ich hätte es ja auch aufgenommen... Ich habe leider nicht so viele Leute. Also ich habe Leute, mit denen ich spiele, aber keine Leute, die gefilmt werden wollen. Es sieht so faszinierend aus, wie er... Guck mal, was für ein Fingerfertigkeitsgefühl. Guck mal, wie fest seine Hände dafür sein müssen. Wie filigran das ist. Jetzt macht er die AirPods rein. Ach stimmt, ja klar, okay, die müssen ja einmal drin sein. Das passt. Und dann malt er das an. Ich liebe das, wenn Leute das so zeitraffern. Ich finde, es gibt wenig, was mehr satisfying ist, als wenn Leute so Sachen zeitraffern. Okay, er lötet Kabel dran. Fair. Löten kann ich. Das ist nicht so schwer. Aber das stimmt, das war auf der Rückseite von der AirPods-Packung. Er sagt... Er macht nicht wirklich ein neues Gehäuse für die AirPods, aber er implantiert sie quasi in diese Plastikhülle. Und jetzt hat er Magneten als die Füße aufgestellt, damit die AirPods-Packung überall dran kleben kann. So am Kühlschrank oder, keine Ahnung, auf der Heizung. Was echt clever ist. Ah, okay, und er macht das so quasi als kleinen Rucksack, den Anschalter. Und es funktioniert. Crazy. Das sieht auch so anders aus von der Form. Ich meine, normalerweise, habt ihr das gesehen? Also der Auflader zum Beispiel. Ist jetzt ja hier. Der ist ja normalerweise unten. Also wisst ihr, was ich meine? Der baut das komplett um. Das ist so wild. Das ist so wild. Ich glaube, der hauptschwierigste Part ist, dass das wieder aufgeht. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass das nicht einfach nur so eine Packung drum ist. Okay, meinetwegen, ja. Aber dass das wieder aufgeht. Dass du das trotzdem nutzen kannst. Oh, jetzt. Okay, das macht Sinn. Er schmilzt das Plastik, damit das eine glatte Oberfläche hat. Weil dieser Stift ist ja so gescribbelt. Und er möchte, dass das gerade ist. Das sieht so gut aus. Are you kidding me? Holy Guacamole. Komm, ohne... Das sieht so gut aus. Okay, jetzt. Er hat so eine Schleifmaschine. Und jetzt muss er das aufschneiden. Beziehungsweise er schmilzt es auf, so wie ich das sehe. Oh, das
Das sieht rough aus. Okay, jetzt. Er macht das schön. Ich habe da volles Vertrauen, dass er das hübsch macht. Sieht ein bisschen aus wie, also nicht wirklich wie Plastik, sondern irgendwie wie Ton oder ich weiß gar nicht, so ein bisschen Lehm. Wisst ihr, was ich meine? Hattet ihr das in der Grundschule oder so auch, dass ihr so Töpfersachen gemacht habt? Und dass ihr da so aus Lehm so Figuren gebaut habt? Ich meine, meine sahen nicht so aus wie er hier, logischerweise. Meine sah eher aus wie ein Klumpen. Sick. Das ist echt smooth. Er scheint zufrieden zu sein mit seiner Leistung. Ich frage mich, malt er das an? Er malt das an, oder? Ja, er malt das an. Nein, er airbrusht es. Okay, sorry. Da muss man aufpassen, oder? Dass das mit den... Hier, wie heißt es? Ich als kleiner Detektiv sehe das natürlich. Hier, den Part, da wo der Auflader drin ist. Dass das trotzdem funktioniert. Er malt den hellblau. Und ich mag den hellblau. Und wenn ich Among Us spiele, bin ich meistens der pinke oder der hellblaue. Was spielt ihr für eine Farbe? Ich bin einfach nur fasziniert davon, dass das so clean aussieht. Wisst ihr, was ich meine? Er sagt, wir sind gleich finished. Was ist das? Das ist ein Wireless Charging Modul. Also er will jetzt irgendwie noch so einen Tisch bauen, wo er ihn drauflegen kann, damit er den Wireless Charger benutzen kann für seine AirPods. Oh, er macht den Scanner! Oh, das ist nice! Das ist so eine coole Idee! Oh, das ist... Oh. Ohne Mist! Die Leute sind so kreativ, ich meine, überleg mal, da musst du mal drauf kommen, dass du dir denkst, du baust aus AirPods eine Among Us-Figur und dann machst du einen Wireless-Charger und machst das quasi wie den Scanner. Ich meine, jetzt wo er es macht, denken sich alle, ja na klar, was anderes hätte er machen sollen. Aber da müsst ihr erst mal drauf kommen auf die Idee. Das finde ich cool, er sagt, es braucht 3 Tage. Und es funktioniert ganz normal. Das ist fancy. Was? Ich kann mir sogar vorstellen, dass es einfacher ist, das zu öffnen, einfach weil du diesen dicken Knubbel hast, wo das Gesicht drin ist. Wisst ihr, was ich meine? Okay, absolute Madness. Stimmt, er hat die Magneten drin, das heißt, er kann es auch einfach überall hinstellen, es fällt nicht runter, sieht cool aus, er hat sein kleines Among Us-Männchen. Big Fan. Okay, also er zeigt jetzt nur noch die Funktion, quasi, dass du den Rucksack drücken kannst und dass sich das dann mit seinem Handy verbindet. Es scheint alles zu funktionieren. Was impressive ist, ich habe gerade beschlossen, wir machen das nicht nach. Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Ich habe weder einen 3D-Stift noch irgendwas von den Sachen, die er benutzt hat. Aber ich bin sehr fasziniert davon. Wie gesagt, es tut mir leid. Normalerweise gucken wir andere Sachen. Ich verlinke euch auch das Originalvideo hier in der Infobox. Falls ihr aus irgendeinem Grund Koreanisch sprecht, dann guckt euch das mal an. Ansonsten, ja, war es das mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann schreibt mir das bitte auch, ja? Also, ich meine, Feedback ist wichtig. Wenn ihr sagt, Ronja, bitte hör auf damit, mach sowas nie wieder, dann nehme ich mir das zu Herzen, ja? Und wahrscheinlich mache ich es auch nie wieder. Abonniert den Kanal hier, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!